Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Spaziergang durch die Wälder fühle ich mich gleich um 100 Jahre jünger. Hey, Großvater, was sind das für seltsame Ringe? Nun, das sind Baumringe, Schlaffi. Jeder Ring bedeutet ein Lebensjahr des Baumes. Unglaublich, Großvater, dann muss dieser Baum ja wohl älter sein als du. Nicht ganz nett. Aber sieh mal hier, dieser Ring entstand, als Papa Schlumpf ungefähr so alt war wie du. Schlumpf, oh! Schlümpfe, welch ein unglaubliches Glück. Das bleibt wohl noch abzuwarten. Oh, dieser Baum muss aber eine Menge erlebt haben, Großvater. Jawohl, mein kleiner Schlumpfling. Wenn unsere alten Eichen sprechen könnten, hätten die uns wohl eine Menge zu erzählen. Im Augenblick würden die Eichen euch wohl sagen, dass ihr in großen Schwierigkeiten steckt. Hier entlang, Schlümpfe. Jetzt habe ich euch. Uppa. Ausgezeichnet! Beeilt euch! Ja! Toll war das mal wieder! Toll! Verfluchte blaue Zweiköpfe! Jedoch etwas, was der alte Schlumpf da sagt, ist ganz interessant. Wenn die große alte Eiche sprechen könnte, ja, dann könnte sie mir vielleicht erzählen, wo das Dorf der Schlümpfe ist. Und wie bringst du einen stummen Baum zum Reden? Ich hab da so meine Möglichkeiten. Tut mir leid, Mutter Natur, dir so viel Schwierigkeiten zu bereiten, aber ich wollte nur sicher gehen, dass die kleinen Adlerbabys auch gesund sind. Oh, du machst überhaupt keine Schwierigkeiten, Papa Schlumpf. Ich wollte das Gebirge schon lange mal wieder besuchen. Ich dachte schon, die würden nie losziehen. Das Spezialmittel, das wir brauchen, ist nur ein paar Schritte entfernt. Boah, guck dir mal die vielen Töpfe an! Dieses grüne Glitzernde habe ich gesucht. Siehst du, Pflanzenkraftpulver. Wenn ich dieses Mittel erst einmal mit meinem Rezept gemischt habe, wird die große alte Eiche eine große alte Schwätzerin. Oh, was für ein schlumpfig schöner Sonnenaufgang. Das wird sicher ein ganz toller Tag heute, Schlumpfine. Begleite mich doch, Clumsy. Du könntest mir helfen, Piniennadeln für meine Blumensträuße zu sammeln. Ja, das ist eine gute Idee. Schlumpf, hallo, Leck. Willst du uns helfen, die neue Schaukel festzumachen? Ich kann nicht. Ich begleite Großvater, um Eicheln für Tottis Eichelsalat zu sammeln. Großvater, warte auf mich! Ach du lieber Schlumpf, was ist denn das? Mein automatischer Eichelsammler. Er vereinfacht die Arbeit ganz wesentlich. Ich frage mich... Und jetzt werde ich die große Eiche zum Plappern bringen. Oh, wo bin ich denn? Na? Es hat geklappt. Ja. Nun steh da nicht so rum, du ausgewachsene Eiche. Sag mir sofort, wo ich die Schlümpfe finden kann. Aber ich weiß es nicht. Hey, ich kann ja sprechen. Wie ist das möglich? Ich hab dich zum Sprechen gebracht. Nun sag schon, wo ist ihr blödes Dorf? Ich weiß es wirklich nicht. Sie besuchen mich, ich besuche sie nie. Ich war schon auf eine eigenwillige Eiche vorbereitet. Und jetzt erzählst du mir, was ich wissen will, oder? Du wagst es mir zu drohen? Benimm dich oder ich mache Zahnstocher aus dir. Oh, du böses, menschliches Wesen. Warte, bis ich meine Äste um... Hey, furchtbar! Komm zurück, du! Hey, ich kann tanzen. Ich kann mich bewegen. Ich bin frei, ich bin frei. Scheint mir, du hast dir da den falschen Baum ausgesucht, Gargi. Aber einer dieser erbärmlichen Bäume muss doch wissen, wo sich die Schlümpfe aufhalten. Und wenn ich den ganzen Wald besprühen muss, ich werde rausfinden, welcher es ist.
Wir sind beinahe da, Großvater. Ja, diese große Eiche müsste dieses Jahr eine ganze Menge Eicheln tragen. Hey, könnt ihr nicht ein bisschen langsamer machen? Großvater, komm schnell. Sieh mal, die große Eiche ist verschwunden. Ach, du lieber Schlumpf. Sie kann doch nicht einfach ausgestiegen und weggegangen sein. Solche Tierspuren habe ich noch nie gesehen. Mal sehen, wo die uns hinführen. Schneller, Rotznase, schneller! Ich trampel doch schon so schnell ich kann. Wird ja nicht langsamer. Gut so. Ich will jeden Zentimeter des Waldes mit meinem Mittel sprühen. Hier sind noch ein paar Nadeln, Klamsi. Ich fang sie, Schlumpfine. Ich fang sie. Diese Nadeln sind wirklich nicht die allerschönsten. Suchen wir uns doch einen anderen Baum. Nun, ihr habt vielleicht Nerven. Den ganzen Morgen zieht ihr mir meine Nadeln raus und jetzt sind sie nicht mal gut genug für euch. Was ist denn jetzt auf einmal passiert, Schlumpfine? Verschwindet aus meinen Augen, ihr undankbaren Kreaturen! Schnell zurück ins Dorf! Juhu, diese Schaukel ist schon fantastisch! Komm, Forschi, jetzt bin ich aber endlich mal dran. Himmel, was ist denn das für Grünzeug? Hey, wer ist an meinen Blättern? Ach, du grünes Nadelholz, der Baum hat ja ein Gesicht. Verschwindet aus meinem Haar! Nun seht doch, was ihr mit unserem Baum ausgemacht habt! Ihr habt doch gehört, was ich gesagt habe! Das ist vielleicht ein temperamentvoller Baum. Du lieber Schlumpf, die große Eiche. Ah, die Schlümpfe. Himmel, die kann ja auch sprechen. Aber wieso? Ein menschliches Wesen gab mir die Macht dazu. Welches menschliche ein Wesen? Ein böser Mensch, er ist hinter euch her. Gargamel. Ich bin sehr froh, dass ihr hier seid. Ich habe schon nach einer Reisebegleitung gesucht. Bitte, liebe Eiche, du musst auf deinen Platz im Wald zurückkehren. Nett hat recht. Jedes Lebewesen hat ein Zuhause. Aber ich finde es schön, frei zu sein. Ich kann hingehen, wohin ich will. Aber am liebsten höre ich den Klang meiner eigenen Stimme. Wunderbar! Ihr habt alle Stimmen. Zieht eure Wurzel hoch, meine Freunde, und verbreitet die gute Nachricht. Wir müssen wandern und uns die Welt ansehen. Folgt mir! Das ist ja schrecklich! Das müssen wir den anderen im Dorf erzählen. Oh, meine Schlümpfe, ich kann es nicht glauben. Alle Bäume laufen weg. Oh, wie schrecklich. Das darf doch nicht wahr sein. Ich glaube, ich träume. Aber, Schlumpfine, ich werde dich von deinem Schmerz befreien. Das hat ja viel besser geklappt, als ich vermutet habe. Ohne Bäume habt ihr keinen Ort mehr, wo ihr euch verstecken könnt. Oh, du lieber Schlumpf, was gäbe ich nicht alles für ein bisschen Schatten? Hey, Großvater, da kommt jemand. Los, werd wie hinter den Felsen. Was meinst du wohl, wie ich sie zubereiten soll? In Holzkohle gebraten, als Frikassee oder vielleicht als Musso-Schlumpf? Oh nein, was machen wir jetzt? Wir müssen die große Eiche finden, das ist die einzige Rettung. Oh, meine lieben Freunde, meine Wurzeln bringen mich fast um. Meine Augen würden sich endlich etwas ausruhen, oh. Nun gut, Weide, hör mit dem Gejammer auf, ich könnte auch eine Atempause gebrauchen. Große Eiche, warte doch mal. Die Schlümpfe sind in großer Gefahr. Du musst uns helfen. Warum sollten wir? Was habt ihr denn jemals für uns getan? Ihr habt mir nur meine Nadeln abgezupft. Und unsere Früchte. Und unser Holz. Tut mir leid, dass ihr in Schwierigkeiten seid, aber wir Bäume haben unser eigenes Leben zu leben. Aber ohne mich würdet ihr ja überhaupt nicht am Leben sein. Wie meinst du das? Ich war doch der Schlumpf, der die Eiche pflanzt, aus der du gewachsen bist, du große Eiche. Aber davon hatte ich ja überhaupt keine Ahnung. Und das war auch nicht der einzige Samen, den ich geschlumpft habe. Ach du dickes Kalb, was ist denn hier? Wir Schlümpfe sind doch immer eure Freunde gewesen und jetzt brauchen wir eure Hilfe mehr denn je. Ja, aber was können wir denn tun?
Du verrückter Dummkopf, was hast du da gemacht? Das war mein Lieblingsstuhl. Du hast mir doch aufgetragen, ein großes Feuer zu machen, damit du die Schlümpfe braten kannst. Aber ohne Bäume gibt's kein Brennholz. Nun, ich glaube, es war ein kleiner Preis für die beste Mahlzeit der Geschichte. Nun, wer wird denn meine Vorspeise? Das Baby da sieht sehr appetitlich aus. Gargamel! Wer ist da? Oh, das wirst du gleich sehen. Wir haben dich umringt. Lass die Schlümpfe frei, aber sofort! Schnell, schließ die Fensterläden! Nein, nein, nicht! Ja. Aua! 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 Ein Hurra auf die Bäume! Ihr habt uns gerettet! Diese ganze Aufregung hat mich doch mehr geschwächt, als ich vermutet habe. Niemand von uns fühlt sich im Augenblick besonders stark. Es ist nicht die Aufregung, meine lieben Bäume. Eure Wurzeln sind nicht mehr in der Erde. Dadurch verliert ihr eure Nahrung. Wenn ihr nicht in den Wald zurückkehrt, werdet ihr sterben. Und wie du siehst, die Bäume sind zwar zurückgekehrt, aber sie sind zu schwach, um ihre Wurzeln wieder in die Erde zu treiben. Gut, dass du uns gerufen hast, Großvater. Ja, meine armen, geliebten Bäume verhungern. Ich muss sie wieder zurückverwandeln, so wie sie einmal waren. Heißt das, wir verlieren jetzt wieder unsere Stimmen? Tut mir leid, aber es ist der einzige Weg. Du hattest ja recht, Großvater. Hier bin ich zu Hause, hier in der Erde. Besucht mich, so oft ihr könnt. Selbst wenn ich nicht sprechen kann, ich habe euch gern um mich. Ich bin schon ein wenig traurig, dass er jetzt weg ist, aber schön, dass wir unseren Wald wieder haben. Ich kann nur sagen, die Bäume sollten sehr froh sein, dass sie die Schlümpfe zu Freunden haben. Besonders natürlich mich mit meiner hohen Intelligenz. Hey, wer hat da mit Eicheln geworfen? Nun, ich kann es mir denken. Far, very far from here, some 2,000 miles away, that's where they live and work and play.